Welcher Tag ist heute? In 20 Stunden ist das der 27. Effekt, ja. 26, Moment, ich muss gerade überlegen. Plus 2 Tage, die ihr dort gelegen hattet, wäre der 25. Dann seid ihr jetzt am 27. für die 26 Stunden und dann nochmal mit der Voyager. Die braucht auch nochmal einen Tag. Das heißt, am 28. Fex erreicht ihr frühmorgens den Kumtjummer Hafen. Ach ja, ich würde natürlich Nächte gerne wieder mit Elysia verbringen. Das ist möglich und sie freut sich jedes Mal über die Regeneration, die du schenkst. Du regenerierst dann nämlich gar nicht. Damit kann ich leben. Okay. Also wir haben jetzt geladen 80 Fass Maraskantabak, 455 Karat an ungeschliffenen Smaragden und Kleinschild. Und ich möchte gerne das Pferd irgendwo verstauen. Das Also Pferd. verstauen klingt so unpersönlich, ja. Aber das hat auf eine Monarchie keinen Wert. Eher weniger, ja. Könntest du auch Myria als Gast, als Geschenk mitbringen, wenn sich Myria dort noch irgendwo aufhält? Erst einmal kommt es im Konto runter. Alles andere sehen wir. Na klar. Okay. Ja, mit den ersten Sonnenstrahlen, das Land, was hier die Sonne begrüßt, könnt ihr dann einlaufen. Fahrt einmal am Seehafen entlang, leicht südlich biegt ihr ab und könnt dann in Richtung eures eigenen kleinen Kontores einlaufen. Frage. Als Preios-Akolut trage ich jetzt ein Preios-Akolut-Gewand oder ein Weißmagier-Gewand? Vermutlich trotzdem noch Weißmagier-Gewand, oder? Weißmagier-Gewand mit Anstecknadel. Bestimmt gibt es da irgendwie so eine Schärpe zu, die du einfach rumbindest. Ja, das würde ich auch sagen. Okay. Ja, weil aktuell deine aktuelle Profession, deine aktuelle Berufung ist immer noch der Magier und dass du. Ja, Götterdiener bist oder Götterhelfer jetzt in dem Fall und andere Geweihte unterstützen kannst, das ist halt ein Zubrot, aber es ist eine Anstecknadel mit einem Sonnenrad oder so. Das ist auch eine schöne Idee. Gut, bevor wir bezahlt werden können, müssen wir allerdings erstmal zum Kontor Störreband gehen und uns unsere Belohnung abholen. Ja, was, wenn ihr gerne den Weg führen möchtet. Aber natürlich. Ich hoffe, man hat uns nichts vergessen. Ragnar wird sich dann um das Löschen des Schiffes, um das Entladen kümmern und auch dann die Steuern bezahlen bei der Kuntjummer Hafenagentur, bei den Leuten, die dann hier rumlaufen und dann die ja das alles kontrollieren. Es sei denn, ihr möchtet Steuern hinterziehen und schmuggeln. Das könntet ihr auch machen. Was treibt man doch eigentlich automatisch, oder nicht? Gut. Macht Ragnar automatisch, dann bezahlt ihr 10% Steuern. Ja klar kann man das machen, aber ist das göttergefährlich? Also wenn ja, dann Ich nicht, ich lasse das alles Karino machen. Also Achmann sagt übrigens am Vorbeigehen zu dem Ragnar, der Junge gefällt mir. Und zu Hilal sage ich über Ragnar, der Junge gefällt mir. Jedenfalls, ich lasse das alles von Kiaras Hand haben. Ich bin kein Kaufmann, ich will auch keiner werden. Ja, ich mache das alles völlig legal. Kiaras, wie hoch ist deine Goldgier? 6. Okay, dann ist jetzt alles, was du tust, um 6 erschwert. Du hast nämlich beim Verladen der Waren festgestellt und auch als du dann die Nieren eingelagert hattest, irgendjemand hat wohl die Statue aus Krakensilber versteckt oder entfernt, ohne dein oder ohne die Absprache mit dem Kapitän. Wenn du auch Jalan fragst, wird auch der dir erzählen, dass er nicht weiß, wo die Krakensilberstatue ist. Und die war unglaublich wertvoll. Alles, was du Das. tust, um 6 erschwert. Elende Diebe überall. Na gut. Zähne knirschend mache ich mich daran, alles zu alles ins Konto zu laden und halt die Steuer dann an den Hafenmeister zu geben. Wir haben das ja einmal gehabt, das Problem hier mit der Steuer, und das will ich nicht wiederholen. Erlan, sollten wir nicht doch irgendwie einen Bericht erstatten über Boran? IKGA ist bereits informiert. Wenn ihr die Nachricht woanders hin verbreiten sollt, steht euch das natürlich frei. Vielleicht kriegen wir jemanden vom aventurischen Boten, dass er mal einen Deckel schreibt.
Ein Störerbrand wäre doch vielleicht ein guter Anlaufpunkt, um jemandem davon zu erzählen. Stimmt. Könnten wir tun, wenn wir sowieso da sind. Ich glaube, Ragnar schreibt für den Boten. Vielleicht können wir den ja anhauen. Ich weiß nicht, ob er das noch tut, aber hier in Kunchum wird er wieder Zeit dafür haben. Wenn ihr meint. Na gut, holen wir uns erstmal unser Geld. Also gut. Geld ist immer gut. Und ja. Während Chiaras in Richtung Norden zum Zeughaus Störrebrand läuft, um die wohlverdienten Dukaten abzuholen, könnt ihr erkennen, wie wohl zwei Seemänner sich gerade auf einem der Piere streiten und dabei wird wohl etwas heftiger gerangelt als sonst. Und während dann der etwas kleinere viele, viele Schläge einstecken muss, werdet ihr wohl erkennen, dass er vielleicht wohl zu unterliegen droht. Und der andere viel stärker setzt sich jetzt auf ihn und wirkt ihn tatsächlich dann eben auch. Ja, das könnte jetzt auch mit dem Tode enden. Fair ist das nicht. Nicht mein Problem. Karinor, wir können nicht einfach. Ich lasse ihn stehen und renne auf die beiden zu. Kurze Frage, sieht einer von den beiden aus wie ein Sklave? Eher nicht, nö, es sind beides Seemänner. Ja, dann rennt Achmar da auch mal hin. Ich packe mir irgendwie den Wirk, nehme mich von hinten so einen Schwitzkasten. Was soll das denn? Runter von dem Mann! Achmar, ja. Schau mal, dass der nicht abhaut. Du siehst, wie er wohl denjenigen, den du runtergezerrt hast, Schaum vor dem Mund hat. Hat wohl, würfel mal eine Sinnschärfeprobe und während du ihn runterziehst und versuchst, ihn wohl von dem anderen abzubringen, betrunken ist er nicht. Er riecht zumindest nicht nach Bier. Das ist keine typische Schlägerei. Und er schlägt zu. Du siehst die Faust kommen. Darfst gerne mal eine Ausweichenprobe schwer um 4 machen oder mal operieren. Okay, dann bekommst du sagenhaften einen Schadenspunkt und er greift noch einmal an und geht jetzt auch mit voller Wut auf dich zu. Hat wohl überhaupt keinen Grund, keine Motivation. Er ist einfach rasend vor Wut und verdrischt jetzt dich. Ich versuche ihn weitergepackt zu halten, aber ich bin in so viel Eisen gekleidet, das juckt mich gar nicht. Muss er sich überall einmischen. Karinor, der Mann ist wild, helft mir mal! Ich würde ein paar Lies wirken auf diesen Irren. Ja, auch du darfst eine Sinnschärfeprobe würfeln und ein Paralü sprechen. Moment. Einfache Sinnschärfeprobe. Ja, eine einfache Sinnschärfeprobe. Gelungen. Und dann bitte dein Paralü. Mist. Gut, so viel dazu. Ja, und ich komme auch wieder dazu und würde versuchen, ihm zu helfen, den Mann festzuhalten. Ja, du wirst feststellen, dass er wohl von einer unbändigen Raserei erfallen ist. Das kennst du sonst nur von wilden Tieren, die dann vielleicht sowas wie Tollwut haben und weil, wie gesagt, wilder Schaum und auch dann greift er dich an, wenn du ihn so ein bisschen festhalten willst. Der ist ziemlich unnatürlich gerade. Gut, ich versuche mit einem Boxhieb in den Bauch. Was tun die anderen? Jetzt hält einer ihn fest, während der andere ihn boxt. Ach, man kriegt sicher, dass der andere Typ noch lebt. Was ist denn das für ein, was für eine Person? Beschreib dich doch mal. Ja, da liegt ein dreckiger Thulamide auf dem Boden. Das Gesicht ist schon dreckig, wahrscheinlich vielleicht sogar vorher gewesen, wer weiß. Ist auf jeden Fall jetzt eine ganz schön blutige Nase. Die Nase ist so ein bisschen krumm geraten. Das Gesicht blutet und irgendwie hat ihn wohl etwas überrascht. Er krabbelt auf dem Rücken rückwärts. Sein Turban liegt schon neben ihm im Dreck und seine ehemals wohl grauen Sachen sind alle ziemlich schmutzig. Ja, der smarte Thulamide, der sonst vielleicht immer gerne lächelt, hat jetzt gerade eher die Panik im Gesicht und Todesangst. Er ist ein 1,80 Meter großer oder nicht so großer, körperlich eher schwächlicher Thulamide. Keras, Sinnschärfeprobe. Abelmir hat gerade zum Zauber angesetzt, stockt ein bisschen, guckt nochmal genauer hin und verhaspelt sich, weil er wohl etwas entdeckt hat. Rührt ihn nicht. Ich lasse ihn los. Ja, wenn du ihn loslässt, er stürzt sich auf dich, hat dich jetzt auch im Ringkampf und schlägt wieder und wieder mit beiden Fäusten auf dich und deinen Kopf ein. Ja, aber jetzt möchte ich ihn auch ganz gern vor mir stoßen. Wenn Nabel mir sagt, lass den Fackel nicht an, dann packen wir den besser nicht an.
Ja. Ich versuche jetzt auch mal ein Paralysestabi-Stein auf den zu wirken, wenn er sich nicht beruhigen will. Und ich möchte ihn irgendwie mit dem Knie von mir stoßen und ihm dann einen Tritt geben, dass er irgendwie, weiß nicht, notfalls ins Affenbecken fällt. Elder, dann wirkt den Paralys. Ja, braucht halt 5 Aktionen, ne? Aber ja, mach einfach. Okay. Ach du Scheiße. Ja, nein. Ja, und während ihr dann versucht mit Kiaras, Yalan und meinetwegen auch Ahmad, der sich da so ein bisschen aufgerappelt hat, nachdem es wohl diesem anderen Thulamiden etwas besser geht, ihr könnt versuchen, ihn so ein bisschen ins Hafenbecken zu stürzen, und nach einiger Zeit gelingt es euch dann auch zu dritt, wenn dann die beiden Magier noch mit den Stäben ihn auch abdrängen und dann ins Hafenbecken schmeißen, könnt ihr dann wohl sehen, wie er dann versucht zu paddeln, wird nicht eher wirklich versuchen zu schwimmen, sondern sich mit seinen Fäusten hochkratzen. Die Fingernägel brechen ab mit einem widerlichen Geräusch und seine Finger sind blutig, brechen auch nach hinten ab, knicken um und er ist einfach wild in Rage. Vollkommen unnatürlicher Zorn. Was bei den 12 ist das? Was hat der genommen? Danke, Hoher Herr. Der Thulamide schmeißt sich vor dir in den Dreck und senkt den Kopf auf den Boden. Die Stirn küsst fast den Staubboden. Ich glaube, du kannst aufstehen. Wir sind nicht hier, um dir was zu tun. Hoher Herr, vielen Dank. Fendi, vielen Dank. Warum hat er dich denn so gewürgt? Ich weiß nicht. Ich bin nur hier lang gelaufen. Ich wollte... Er zeigt vorsichtig an dir dran vorbei. Da hinten zur Halle, da gibt's manchmal Fisch, frischen Fisch. Ist ja total von Sinn. Ja. Ich kenne die beiden nicht, ich habe die noch nicht mal angesprochen. Ja, sah auch nicht unbedingt so aus, als hättest du hier irgendwas zu melden bei dem. Braucht der einen Führer in der Stadt, Effendi? Das kann ich, das kenne ich. Ja, ich meine, ja, warte mal kurz. Abelmir, warum sollen wir den nicht anpacken? Er hat das schwarze Mal an seinem Körper, wie verfaultes Fleisch. Er hat wohl nicht die Pest, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin in der Heilkunde nicht besonders bewandert. Vielleicht sollten die Stadtwache beauftragen, diesen Mann aus dem Hafenbecken zu fischen und in Richtung Perainer Kirche zu bringen. Und hier lassen können wir ihn nicht. Ein Siechenhaus. Ja, Perainer-Tempel ist hier, hoher Herr. Gibt es. Ich sehe nicht auch irgendwelche Stadtwachen da. Ja, in weiterer Entfernung, du siehst wohl, wie Ragnar gerade mit einem schelmischen Grinsen die einzigen beiden Stadtwachen, die da stehen, zusammen mit dem Scheuerntreiber, gerade übers Ohr zieht oder so, und die haben das noch nicht mitbekommen, ne. Rufe nochmal. Wache! Wache! Ja, die verschwinden gerade hinter dem Kontor und Ragnar ist da gerade in seinem Element. Dann rufe ich nicht. Der Thulamide, der noch immer auf den Knien sitzt vor Yalan, greift sich langsam seinen Turban und legt ihn vorsichtig in seinen Schoß, schaut aber immer noch zu Boden. Ein paar Fischer, die irgendwo an einem anderen Kai arbeiten, ein paar Sachen dann aus dem Meer gerade nach vorne bringen, weil sie jetzt gerade früh morgens von den Fischzügen zurückgekommen sind. Was ist denn mal hier los? Oh, hallo. Hallo Yusuf. Ich wurde angegriffen. Die Leute hier, da, die beiden, und zeigt auf die beiden, die da jetzt gerade von den starken Helden festgehalten werden. Haben sie dich angegriffen? Von Sinn. Die sind total von Sinn. Die greifen hier alles an. Ich weiß nicht. Die hohen Herren müssen, glaube ich, zum Perainetempel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich denke auch, die werden am ehesten helfen können. Aber jetzt steht doch erstmal auf. Ihr müsst doch nicht hier rumknien. Okay. Du siehst, wie er seinen Turban aufsetzt, aber trotzdem noch den Blick senkt, nur auf die Brust schaut, nicht ins Gesicht. Effendi, vielleicht, Yusuf, wisst ihr vielleicht, wo die herkommen? Die beiden, wo die herkommen? Ich glaube, die habe ich gerade an dem Schiff gesehen. Ist das hier gleich in die Ecke? Nee, das Schiff liegt hier vorne, aber, naja, ich glaube, die sind schon verlassen, keine Ahnung. Musst du mal die Hafenmeisterei fragen. Ja. Hoher Herr, was tun? Dreht er sich wieder zu Yalan um. Und irgendjemand muss zum Piranha-Tempel und am besten einen Geweihten holen. Ja, er soll sich das besehen. Und... Das Schiff im Auge behalten von dem? Richtig, das Schiff muss im Auge behalten werden. Nicht, dass dann noch mehr von denen rausgekrochen kommen.
Zwei Stadtwachen kommen gerade auf euch zu von einer der Ecken und ja, der eine wohl etwas erfahrener, ein Bart bis zum Gürtel, kommt auf euch zu. Was ist denn hier los? Dieses Geschrei. Die Männer sind total wild. Ist ein sehr gebrochenes Tolamidi auch nur von Jordan. Was, dieser hier deutet so ein bisschen auf Uema, den Tolamiden. Hast du sie angegriffen? Seht ihr den da unten im Becken, wie er sich die Hände aufkratzt? Was bist du denn für einer? Der selber unten antwortet nicht. Merkst wohl auch, wie er ja jetzt nach und nach mehr untergeht, weiter nach unten gezogen wird und schüttelt nur mit dem Kopf. Komm doch raus! Zieh dich doch an der Leiter hier hoch! Ich dachte, wir sollen ihn nicht anfassen, Abelmeer. Der Mann hat irgendeine Krankheit. Reicht ihm zumindest ein Seil? Ja, die beiden Stadtwachen gucken mal nur nach so einem kleinen Tau, was da irgendwie gerade liegt zum Antäuen von Schiffen. Schmeißen das einfach mal runter. Er reagiert aber auch nicht und geht weiter unter, wird weiter nach unten gezogen. Ja, sieht, wie Ömer sozusagen zum Rand geht und schaut, ob die Bewegungen langsam nachlassen, in der Hoffnung, dass, ja, wenn der Mann bewusstlos wird, dass Ömer es dann reinspringt, aber keine Sekunde früher. Ja, so nach ungefähr 30 weiteren Sekunden, wie er da rumkratzt, ja, wird er dann... Vielleicht machen die anderen noch was vorher. Bitte nicht reinspringen, ja, ach, muss man mal rein und den rausholen? Hinhalten, damit er den greifen kann und dann hochzieht. Katzen an der Rüstung ignoriert, aber jetzt, wo die Fingernägel ab sind, wird das sowieso nichts weiter außer Blutflecken hinterlassen. Also der Mann wird einfach wieder hochgezogen. Okay. Ja, einige Zeit später kannst du dann ihn, bewusstlos wie er ist, nach oben ziehen, die Fingerkuppen abgebrochen, die Hände auch verkrampft aufgrund des Muskels, der da jetzt irgendwie nachgibt, und ist ohnmächtig. Ja, kein Problem. Ich gebe den der Stadtwache. Ich würde mir jetzt mal vorher mal die Wunden angucken, wie die aussehen. Also Heilkunde, Krankheiten für euch alle, wenn ihr mögt. Habe ich nicht. Weil sie jetzt Matrose David wieder angezogen haben? Ja. Ja, kann ich ableiten auf Heilkunde Wunden? Könntest du machen. Schwert um, ich weiß nicht, wie ist die Ableitung? 5 oder 10? Oh, 5. 3. Ich mache mal plus 5 jetzt mal. Nö. Also ich weiß es. Mit 4 Punkten über. Oh, ich weiß es auch. Was ist denn da los? Auch nur mit halben Wunden. Komm, dann will ich auch nochmal. Kann die Party ja nicht verpassen. Ist das die Ableitung? Ja, hat gepasst. Wie sie jetzt alle würfeln. Also, die Krankheit sagt mir jetzt nichts. Was weiß mein Charakter über die Krankheit? Würfel nochmal eine Magiekunde dazu, Eldan. Das gestatte ich dir bei deinem Wurf. Kannst du auf alle Fälle den Namen schon mal nennen. Entschuldigung, schwarze Wut. Diese Krankheit ist das erste Mal aufgetreten in den Magierkriegen. Das ist nun schon einige Jahrhunderte her, als Borberat gegen Rohal zog. Und seitdem ist dieser Krankheit nicht mehr aus der Geschichte herauszudenken. Immer wieder tritt sie auf, nach und nach infektiös breitet sie sich aus. Über den gesamten Körper nach einer, ja, ungefähr wie 3 bis 4 Tage lange andauernden Krankheit, wo nicht viel zu erkennen ist, wirst du plötzlich von Schüttelfrost übermannt und schwarze Flecken, die sich an dir bilden. Du rastest aus, du wirst wütend, gerätst in Raserei und letztendlich stirbst du. Hoch ansteckend. Das Ganze ist hoch ansteckend. Wir sollten dringend zum Hesinde-Tempel gehen. Dringend. Immer der Reine-Tempel. Überspringen, erstmal ins Wasser. Hoch ansteckend, erstmal wachen. Im Hafenbecken, wo der Typ gerade. Ja. Oma, komm. Achso, ich weiß nicht, was ich heiße. Tolamide! Ja, hol ihr! Kommt ihr da wieder raus, oder? Ja, ja. Paddelt wieder zurück zum Kai hier und klettert hoch. So. Wie funktioniert diese Ansteckung denn? Geht sie übers Blut? Man schaut mal auf das Blut, das da am dem Bronzehandschuh hinterlassen worden ist. Oder worüber würde es übertragen? Über Berührungen? Die Gewalten werden das wissen. Wir müssen zum Tempel. Und zwar so schnell wie möglich. Soll ich für den Ruhe her? Kennt ihr die Strecke? Dann ja, bitte. Natürlich.
Wollen wir mitschleifen und diesen? Ich werde ihn nicht anfassen. Ich fasse den auch nicht an. Wenn ihr einen Wagen oder einen Trage oder so habt, dann zieht ihn mit, aber ich werde ihn garantiert nicht schleppen. Hm. Sagt ihr da, Tunamida. Könnt, ja, könnt ihr einen Wagen organisieren? Eine Sänfte, was auch immer? Wollt ihr einen Wagen und eine Sänfte? Ein Wagen reicht völlig aus. Natürlich, natürlich. Hier kenne ich jemanden. Hier vorne gleich, neben Stolkers Zögerband, der gibt Wagen. Für kurze Strecken ganz billig. Kenne ich. Wunderbar. Und so würde ich ganz gerne mit Gassenwissen versuchen, den Mann, der hier gleich um die Ecke ist, zu beschwatzen und den aufzufinden, vor allen Dingen, ob der mir seinen Wagen kurz leihen könnte, um zwei Leute zum Pirane-Tempel zu transportieren, die verletzt sind, sage ich ihm einfach nur. Ja, gar kein Problem. Für zwei Kreuzer ist er in der Lage, dir den Wagen zu verleihen. Du kennst ihn, du bist auch befreundet, er hat viele Kinder, er braucht das Geld, die zwei Kreuzer sind wichtig, aber du bist ein Freund der Familie, quasi ein Verwandter und du musst ihm noch versprechen, auf eine Wasserpfeife und einen Kaktus später bei ihm vorbeizukommen, aber ja, auf alle Fälle. Ansonsten, wenn du keine Ortskunde für Kuntium hast, ist das Finden des Pirane-Tempels um 7 erschwert. Okay, du hast eine Ortskenntnis dementsprechend. Ich habe eine Ortskenntnis, aber die ist auf das Südviertel bezogen. Okay. Sollte aber trotzdem jetzt in diesem Fall ausreichen. Du bist kundig und kannst dann ohne irgendein Problem auf direktem Wege nicht nur den Karren organisieren, sondern auch noch an der normalerweise jeder normale Bürger würde den schnellen beziehungsweise den kurzen Weg über die Fürst-Istaf-Allee wählen. Du allerdings verkennst eine Abkürzung über das Maraskan-Viertel. Das ist zwar ein bisschen länger, aber trotzdem zeitlich kürzer. Und so erreicht ihr... Kommt hier durchs Maraskan-Viertel. Wenn wir gehen außen nun, dann haben wir die ganzen Wagen, anderen Wagen, die uns blockieren. Kostet nur 2 Silber der Wagen, war ganz billig. Ja, rechnen wir hinterher ab, ja? Natürlich, natürlich, woher. Und so erreicht ihr den Marktplatz, der euch schon aus einiger, ja, von einiger Zeit, habt ihr zumindest den Praios-Tempel besucht und auch Jalan war hier schon am Fex-Tempel, hier gegenüber das Terboniten-Ordenshaus, der Pereine-Tempel, der sich hier um Kranke kümmert und auch um Siechen. Ich würde ganz gerne, während wir durchs Maraskan-Viertel so die Hand grüßen, so jeden Typen, weil die kennen mich ja alle. Und ich tue da so, als wäre ich voll der krasse Typ im Maraskan. Bruder, Schwester Ahmad! Ahmad ist wieder da! Ahmad, ja, irgendein Typ kommt dir entgegen und drückt dir eine Schale mit Rauschgurke in die Hand. Gute Gewürze! Ahmad, Bruder, Schwester Ahmad, die Welt ist schön! Fremdly G! Klatscht dann einfach so allem vorbeigehen ab, als wäre ich irgendwie so ein Popstar oder sowas. Und fühle mich eine kurze Zeit großartig. Bruder, Schwester Jalan! Alle kennen dich, obwohl du noch nie hier warst. Ich zieh da noch irgendwann den Helm mal ab, glaube ich. Ja, ist völlig egal, die erkennen dich auch so. Okay. Wird verhalten zurückgegrüßt. Bin eher verschreckt über die ganzen Gerüche und Klänge, die mir völlig unbekannt sind. Ja, du siehst wohl auch, wie sich zwei Maraskane auf offener Straße mit Nachtwinden duellieren und dann kurz irgendwie stehen bleiben, euch nicht nur nett zugrüßen, noch irgendwie eine die Welt ist schön, Bruder, Schwester, und der Klatsch ist großartig. Irgendwie sowas hinterherrufen, könnt ihr weitergehen und hinter euch fangen sie dann wieder an zu kämpfen, als ob es das Normalste der Welt wäre. Über euch irgendwelche Gesichter, die aus den Türmen auftauchen, euch zurufen, jeder kennt euch. Ach ja, der Klatsch. Ihr wart schon einmal hier? Auch. Aber das muss man nicht gewesen sein, damit ihr rennen können. Ja, wir haben einmal Kuntium gerettet. Seitdem sind wir hier stadtbekannt. Naja, Maraskan-Viertel bekannt. Ihr habt Kuntium gerettet? Nun, nicht das alleine natürlich. Das müsst ihr mir erzählen unbedingt. Da müsst ihr die anderen fragen. Ich habe die Erinnerung daran leider verloren. Wie kommt denn das? Zu viele Rauschkräuter. Und während er das sagt, kann er sich noch eine Rauschgurke in den Mund schieben. Ja, perfekt genau. Geschnitten, hauchdünn und schmeckt echt gut. Bisschen scharf, ein bisschen süß, aber es ist lecker. Kenn ich Rauschgurken? Das weiß ich nicht. Hast du? Ne, ich glaube nicht. Also da, wo du herkommst, gibt's das nicht. Dann sind Gurken. Ja, dann sage ich, Maraskan ist großartig. Einfach zu dem nächsten Typen, der da vorbeigeht, und dem drücke ich dann auch die Schale in die Hand. Ja, gut. Der weiß schon, wo die hingehört. Deine Körperkraft steigt um 2, deine Klugheit sinkt um 2.
Passt für Ahmad, passt. Genau. Passt, mehr braucht er nicht. Und dann erreicht ihr das Ordenshaus. Ein schlichtes grünes Banner begrüßt euch hier, hängt über dem Eingang und ja, könnt dann auch sehen, wie euch eine reine Geweihte begrüßt. Teria Saatfest, die hier wohl das Terbonitenspital unter Kontrolle hat. Auf dem Weg dahinter schon hoher Herr. Frau Riesinger? Teria. Teria Saatfest. Frau Saatfest ist hier, leitet hier Terbonitenspital. Ja, das ist gut zu wissen. Danke. Liegt dir zu, dass du die richtige Anrede hast.